Gefühlen für die nächste Trabant-Finale aufrufen. Ich hab's euch gesagt, der Mann von den Grimmen, der ist am Start unterwegs. Thomas Becker übernimmt hier gleich mal die Führung. Erik Gizorek von den Vorländern, der ebenfalls zum absoluten Favoritenkreis gehört, auf dem zweiten Platz. Die Wühlmäuse mit ihren Top-Fahrern, die das Platz in der Stelle 3. Das ist jetzt hier eine ganz starke Gruppe, die sich hier zusammengefunden hat. Die Grimmen sind trotzdem wieder vorne. Auf Position 1 unterwegs, die Vorländer auf dem zweiten Platz. Erik Vizorek ist das, dahinter Niklas Bartsch von den Wühlmäusen. Das sind die ersten drei hier im Feld. Becker macht das Rennen. Die Dortmund am 74 weiterhin auf Platz 1 unterwegs. Die Tebeli und die Karius aus Grimmen abgeschlagen hier auf den hinteren Plätzen. Vorne wird es gut gemacht. Becker von den Gremlins, Thomas Becker führt das Feld weiter an, Erik geht zurück, versucht dran zu bleiben, kommt da eng aus der Kurve raus, der Abstand wird nicht größer, aber er wird auch nicht kleiner, Niklas Bartsch von Grimmen ist auf meinem dritten Platz unterwegs, dahinter dann die 993 von den Karius aus Grimmen, Robin Hausmann, gefährt vorwärts, Bischof mit der 662 und dann kommen die Gremlins. Ja, Stadtsieg, was soll ich sagen, starker Auftritt von den Gremlins. Er ist der absolute Favorit in dieser Klasse. Thomas Becker gewinnt vor ihrer Lizenz. Von Volländern auf der 2. Die Hügelmäuse auf dem dritten Platz. Die Trebeleber werden da nochmal ausgedreht. Von den Kajus aus Grimmen. Hans Fischer holt sich den vierten Platz. Die Kajus mit Rocco auf 5. Und die Trebeleber auf 6. Über die Linie. Fünftes Rennen. Jungler ist dabei. Racing Team Abitur. Der Marvin. Handicap Racing mit der